Hallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin Sid, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet zu einer neuen Lotus-Folge. Ja, schön, dass ihr wieder da seid. Ich weiß, kommt nicht mehr so viel Lotus, aber es ist aktuell, wie gesagt, immer noch sehr ruhig. Da brauche ich hier nicht so drum herum reden. Es ist eine Karte vor einiger Zeit erschienen, und wenn ich sage vor einiger Zeit, dann meine ich auch vor einiger Zeit, und zwar bereits schon im letzten Jahr. Viele User, viele Abonnenten haben uns angesprochen, schau dir doch mal bitte diese Karte Erfurt an. Die haben wir noch gar nicht gezeigt. Und tatsächlich bin ich jetzt immer so ein bisschen durchgegangen und tatsächlich, ich habe die Karte nicht gezeigt aus dem simplen Grund, weil ich eigentlich dachte, dass die Karte halt aktuell nichts zu bieten hat und sie einfach nicht geupdatet wird. Denn auf den Bildern, vor einiger Zeit mal, war noch wirklich nicht viel zu sehen. Da war halt so ein kleiner Übergang zu sehen, wo die Straßenbahn unten durch so einen Tunnel da durchfährt, und das war es dann gewesen. So als absolutes Highlight und ja... Das war vor letztes Jahr das Einzige gewesen, was man da gesehen hatte. Und es war für mich halt nicht Grund genug gewesen, das Ganze halt irgendwie mal aufzunehmen, zu zeigen oder sowas, weil es war halt einfach nichts zu zeigen gewesen. Und ja, mittlerweile scheint sich hier wohl doch recht viel getan zu haben, und praktisch müssen wir das jetzt nachholen, und ich war eigentlich echt positiv überrascht gewesen, was hier bis dato passiert ist. Die ganze Karte kommt von dem Mario 110, wie gesagt, hört auf den Namen Erfurt, und ist bereits am 19. Juli 2019 veröffentlicht worden, und das letzte Update gab es am 16. Februar 2020. Und ja, das ist also, wie gesagt, Grund genug, uns jetzt das Ganze mal so ein bisschen anzuschauen. Wir wollen mal hier so ein bisschen durchfahren. Dennoch ist es aber so, dass wir hier viele Leerflächen haben werden. Ja, es gibt halt immer so stückweise, immer so Flecken, wo auf einmal dann wirklich bebaut wurde. Und dementsprechend wollen wir uns das heute jetzt mal so ein bisschen anschauen. Deswegen hoffe ich natürlich, dass ihr mit dabei seid und mit mir zusammen euch mal die Karte Erfurt mal anschaut. Mit dabei ist ein kleines Update vom Repaint von Nevio erschienen. Der hat hier nämlich das ÖPNV-Repaint erstellt zu dem anlässlichen 3500 Abonnenten. Ja, Special kann man hier sagen. Also an der Stelle nochmal ein großes Dankeschön. Gab es hier ein neues Update? Ja, wir hatten ja das in der letzten Folge uns ja mal angeschaut, ein bisschen bemängelt. Und dennoch ist das hier nicht so ganz mittig, so wie was Sie sehen, und es ist auch ein bisschen schief, wenn man so ein bisschen guckt, ne? Also hier ist natürlich weniger, ich muss hier so zeigen, hier ist natürlich der Spalt deutlich größer als hier, ne? Also da muss man leider noch mal ran, muss das Ganze anpassen. Alles Gute für 3500 Abos, hier mit unseren ganzen Logos, abonniere ÖPNV-Simulation, feiern Sie mit ÖPNV-Simulation. Er meinte, er hat hier irgendwas verbaut, was so ein bisschen Nostalgie hat. Ach so, so, ÖPNV-Simulation, 3500 Abos, und hier. Angefangen, das muss nochmal überarbeitet werden. Als Microhazard TV und jetzt ÖPNV-Simulation. Oh ja, lang ist ja die Zeit mit ÖPNV, mit Microhazard TV. Das ist wirklich sehr lang. Und damit hatten wir auch wirklich ursprünglich ja mal angefangen gehabt. Auf Microhazard TV war ja mein Start gewesen, falls ihr jetzt ja erst zu ÖPNV dazugestoßen seid. Ich war ja ursprünglich mal Mitinhaber von Microhazard TV, hab mich ja dann letztendlich dann vor anderthalb Jahren jetzt getrennt gehabt, denn hab gesagt, so, nee, wisst ihr was, das könnt ihr alleine machen, zusammen mit dem Ice Dragon und dem Heiko, und dementsprechend läuft der Kanal da jetzt so vor sich hin. Ob da jetzt so wirklich was passiert, weiß ich gar nicht so. Also auf jeden Fall, das, was sie da so spielen, ist jetzt natürlich jetzt nichts Weltbewegendes. Aber Lotus gibt es dort nicht, ja. Und das habe ich natürlich weiterhin mit rübergenommen zur ÖPNV-Simulation. Deswegen bin ich auch sehr stolz drauf, dass die Leute mir alle gefolgt sind und wir weiterhin natürlich Lotus zeigen können. Ist jetzt natürlich blöd, wenn natürlich kein Content da ist, den ich euch hier präsentieren kann. Das ist natürlich... Aber wie gesagt, das ist ja, liegt ja nicht an mir, das ist ja nicht meine Schuld. Ne? Wenn natürlich nichts da ist, kann ich euch nichts zeigen. Aber wir hatten jetzt letztens in den ÖPNV-News gesehen, die KI-Fahrzeuge fahren auf den Straßen. Yes, Leute, es geht los, und es kann hoffentlich nicht mehr allzu lange dauern. Freue ich mich schon sehr drauf, wenn das endlich hier gepatcht wird und wir die Fahrzeuge zumindest schon mal drin haben. Also, man hat sofort auf der Karte Diorama gesehen, dass da wirklich wieder Leben ist auf den Straßen, und genau das ist jetzt, glaube ich, verdammt wichtig jetzt für den Lotus-Simulator. So, wir springen jetzt aber erstmal rein und wollen jetzt erstmal den Zug hier aufrüsten, soweit, dass wir jetzt hier erstmal vorwärts kommen.
Ich muss dazu sagen, ich musste auch wieder ein bisschen was hier umswitchen. Erst vor einigen Tagen gedacht gehabt, dass mein Computer kaputt geht. Und ja, Glück gehabt, Glück im Unglück. Aber dennoch musste ich erstmal, habe ich schon meine ganzen Simulatoren gelöscht gehabt. Also das bedeutet halt, ja, Lotus war weg, Omsi war weg. Und ja, dementsprechend alles wieder neu einstellen. Und wisst ihr, wie komisch das ist, wenn ihr auf einmal so den Lotus-Simulator das erste Mal wieder neu startet und ja, erstmal diese Informelle kommt, danke, dass sie den Lotus-Simulator gekauft haben, bla bla bla. Und das Ganze in Grau. Ich mag das in Grau nicht, ich brauche das in Gelb. Ja, das ist natürlich immer wieder eine schöne Sache. So. Weiß nicht, ich glaube, ich muss den Ton hier leider noch ein bisschen leiser machen. Los geht's. So, also, wir sind jetzt hier auf der Linie 4, so wie es aussieht, Wiesenhügel, und fahren jetzt ja, ein Stücke. Und hier sehen wir schon, ne, wie schön es eigentlich schon bebaut ist hier. Ich weiß gar nicht, ob die Signale hier schon funktionieren. Ich habe hier ab und zu immer noch so schwarze Stellen. Es gab ja jetzt vor einiger Zeit ja einen Patch, der da so ein bisschen Unruhe gestiftet hat, was so jetzt die BMP-Dateien angeht und alles was. Deswegen gehe ich mal stark davon aus, dass es das sein wird. Denn die einzigen Sachen, die ich natürlich nicht abonniert habe, sind meine eigenen Sachen, weil ich davon ausgehe, dass ich sie ja sowieso besitze, immer installiert habe, habe ich sie allgemein halt auch drauf. Ja, also. Von daher... ja, sollte da dementsprechend nicht sein. Ah, Scheiße, ich habe keine FIS-Datei geladen. Wieder mal. Aber ich habe mal hier drinne. Hatte die gar nicht übernommen? Scheinbar nicht, nö. Was ist da los? Hab extra mir jetzt hier diese Monitore ausgewählt gehabt. Na ja, gut. Dann halt nicht. Dann soll das halt nicht sein. So. Das wollte ich euch jetzt eigentlich zeigen, aber ja, das war wieder der sogenannte Vorführeffekt. Ja, also wie gesagt, da gab es ja so ein paar Unruhen wieder mal mit den BMP-Dateien. Man hatte ja das hier in den letzten Patch ja so ein bisschen Performance-Update ja hier veröffentlicht gehabt und das galt allerdings erstmal nur für die DDS-Dateien, die ja für Lotus, für die Objekte benutzt werden, allerdings noch nicht für die BMP-Dateien und deswegen kann es passieren, dass bei den BMP-Dateien so schwarzes Zeug entsteht praktisch, ja. Und ich gehe mal davon aus, dass es das sein wird. Entschuldigung. Aber der Husten, der will einfach nicht verschwinden. Ich weiß nicht, warum nicht. So, wir sind jetzt hier aktuell an der Haltestelle Färberweitweg. Färberweitweg. Spiegel funktionieren. Oh, stellt euch doch mal vor, wenn hier die ganzen Autos rumhuseln. Großartig. Freue ich mich schon sehr drauf. Freue ich mich schon wirklich sehr drauf. Bin mal gespannt, wie das Update wieder aussieht, was man dann wieder umbauen muss und sowas. Ne? Also das wird ja auch nochmal eine schöne Sache dann werden. Und aber lassen wir uns da am besten erstmal überraschen. Ja, wie ihr seht hier, ne? Also wir haben jetzt hier natürlich eine Leerfläche, aber da hinten, da ist jetzt schon wieder auf einmal was. Und so ist es praktisch auf der ganzen Karte aktuell, dass hier immer mal wieder so Flecken sind, wo was gebaut ist und dann halt lange nichts. Schön, aber überall schon Oberleitung. So, wir wollen aber nach links rum. So, das ist hier zum Beispiel das Bild, was hier veröffentlicht wurde, ja, was man so im Steam Workshop gesehen hatte. Ja, oben halt fährt halt Straße lang, unten hast du dann halt diesen Tunnel hier. Witzigerweise ist, wir haben hier scheinbar zwei Gleise liegen. Einmal eine Schmalspur und einmal eine Normalspur und ja, wer weiß, was da sich der Entwickler gedacht hat. Ich meine, es sieht schon hübsch aus. Wir werden es uns gleich mal angucken, wenn wir jetzt hier erstmal die Fahrgäste einsteigen lassen. Ne, also... Lassen wir jetzt erstmal
zusteigen. Wir geben mal meine heißgeliebte F4-Ansicht, ne? Und dann schauen wir uns das Ganze dementsprechend mal an. Also, wie gesagt, das war hier zum Beispiel ein Bild, was so gepostet wurde. Also, was man so gesehen hatte. Ne? Also, es war jetzt natürlich nichts Großes, ne? Und nichts Ganzes gewesen. Und ich dachte halt wirklich, das ist alles. Ja? Das ist halt alles, was man so zum Beispiel sieht jetzt hier von der Karte. Ich meine, es hat er gut gemacht hier. Ne? Also, hier gibt es einen Tunnel. Ne? Hier, man kann so, sogar direkt durchgucken. Hat klar, viele Terrainfehler hier drin. Das ist schon hardcore hier. Und kann ich mir vorstellen, das demotiviert richtig, ja. So, wenn wir jetzt hier lang fahren würden, würden wir jetzt hier in der nächsten Wendeschleife reinfahren. Und ihr seht, hier geht es auch nochmal weiter. Und da hinten könnte bestimmt auch noch irgendwas sein. Ne? Hab mich jetzt speziell für diese Seite entschieden, weil ich glaube, das war die Seite gewesen, wo auch nochmal ein bisschen Größeres kommt. Deswegen wollte ich mir das hier halt unbedingt mal anschauen. Wie gesagt, hier das hier zum Beispiel, hier scheint mir irgendeine Textur zu fehlen. Da weiß ich noch nicht, welche das direkt ist. Ja, das ist ein bisschen schade. Aber ja, dadurch, dass jetzt auch zurzeit viele jetzt zum Beispiel ihre ganzen Sachen jetzt vom Steam Workshop entfernen, ja, ist natürlich das Problem, dass die Dateien dann nicht mehr vorhanden sind, die du dann brauchst. Ja, das ist natürlich auch ein bisschen ärgerlich. Aber an sich, muss ich sagen, finde ich das hier schon sehr, sehr gut gelungen hier. Ach, hier kommt diese, ne? Oder? Nee. Das ist halt, na, keine Ahnung. Das weiß ich auch noch nicht. Also, so wirklich durchblicken tue ich ja auch noch nicht. Hier fehlt scheinbar auch eine Textur. Ne? Das ist halt ein bisschen schade. Ich finde hier, das Gras hat er schön gewählt hier an der Seite. Ne? Das sieht echt hübsch aus. Allgemein war das jetzt gerade schon eine coole Sache, wenn du jetzt hier so runterfährst und dann hier so durchfährst. Hat er cool gemacht auf jeden Fall. Und ich glaube, hier auf der anderen Seite... was ist denn da los? Da geht auch gründlich was schief. Hier geht irgendwas zieht hier so das Terrain richtig böse in den Keller. Jetzt wollte ich mal hier gucken... Ach, Mann, manchmal lässt er echt nicht los. Ja? Achso, genau, hier macht es denn so einen Knick denn nach rechts oder hoch, denn, damit du hier den Übergang hast. Coole Sache eigentlich, ja. Auch so noch in der Form gar nicht gesehen. So, wir wollen ja mal weiterfahren, würde ich sagen. Lange genug Pause gemacht hier. Ich finde auch schön, wie er das gebaut hat. Ne? Es ist echt sauber alles. Links, rechts, Straße. In der Mitte die Straßenbahn. Dann halt, ja, dann hast du da so die schönen Gehwege. Abgesenkter Bordstein habe ich jetzt zum Beispiel gerade gesehen. Da wieder auf der linken Seite. Ja, also man gibt sich hier auf jeden Fall mega, mega viel Mühe. Dafür, dass ich gedacht habe, dass dieses Projekt eigentlich tot ist, ja, ist es halt wieder nur so ein Projekt ist, um den Steam Workshop zu füllen. Muss man sich ja eigentlich wieder fast entschuldigen dafür, dass man das halt nicht schon vorher gezeigt hat. Hier auch schön mit der Uhr hier. Ich weiß gar nicht, läuft die oder läuft die nicht? Das müsste man natürlich wissen, wie spät es jetzt ist. Ne, gibt hier nirgendwo eine Uhr. Schade, das hätte mich mal interessiert. Also, ich habe um 9 angefangen. Das konnte sogar fast hinkommen. Also von der Uhrzeit, wie ich jetzt gerade aufnehme, könnte es fast stimmen. Schnell rüber. Mit 15 Uhr. Schön gemacht, auf jeden Fall, ja, dass man an solche Sachen auch schon denkt. So, hier halten wir mal nicht an, weil hier ist ja nichts, ne? Von daher werden wir hier weiterfahren.
Ist noch ein Bau. Ja, die Haltestelle. So, jetzt kommt hier in Achtung. Linksabbieger, Straßenbahnverkehr. Damit sie wissen, dass was kommt, dass was rollt. Hier eine Tankstelle auf der linken Seite, die man hier so ein bisschen umfunktioniert hat. Das sind so Ideen, die mag ich sehr, ja. Wenn wir uns das anschauen, wenn wir da jetzt an der Haltestelle sind. Ja, auch zum Beispiel jetzt gerade nur bei dem Baum alleine schon, ja. Also, dass man sich da schon die Mühe macht. Oh. Wie hier zum Beispiel. Dass der halt nicht einfach auf den Stein wächst, wie bei meinen Karten meistens immer, ja. Da wird der Baum einfach auf die Steine platziert, weil die ist es. Nein, er macht hier richtig auch Umrandung und alles sowas. Ja, hier zum Beispiel die Tankstelle, ja, also die wird hier auch komplett einfach mal. Ach nee, meine Objekte sind wohl doch nicht dabei, sehe ich gerade. Denn normalerweise war ich hier unten nämlich meine Tankstelle gewesen. Das ist ja komisch, warum habe ich denn die nicht? Naja. Aber auf jeden Fall interessant. Das ist auf jeden Fall interessant. Baut man sich einfach so sein eigenes Material, ja? Also. Nee, aber da hinten ist doch mein Haus. Das ist ja jetzt so komisch. Entweder hat Lotus das noch nicht fertig geladen oder. Sie fehlt mir wirklich. Also, das kann natürlich sein. Das ist ja das Problem, ne? Man weiß halt nicht, hat man jetzt alles installiert oder sowas oder ignoriert Lotus jetzt einfach. So, weiter geht's. Oder jetzt hier schon gerade ein bisschen massiv ruckelt. Jetzt haben wir hier zum Beispiel wieder einfach nur einen Abschnitt, da kommt, es steht auf einmal nur eine Mauer. Ob man sich hier immer so eine kleinen Punkte setzt, halt tatsächlich. So, und jetzt sagt mir doch mal, anhand dieses Materials, dass hier eigentlich noch mehr draufsteckt auf dieser Karte. Ja, also. Jetzt mal ehrlich, ja. Würdet ihr jetzt zum Beispiel jetzt hier einfach so fahren, um zu gucken, ja, kommt da nochmal irgendwas? Also, ich habe es mir meistens immer aufgegeben, weil es gibt Karten tatsächlich, da sind einfach nur Gleise gelegt worden. Ja, gibt's halt. Ja, aber da ist nichts, weißt du, außer die Gleise. So, jetzt wollen wir mal hinfahren, weil mich hat es gewundert, da hinten steht ein Haus. Okay, ein Haus. Dann fahren wir mal weiter, dachte ich mir so, fahren weiter. Hier speeden wir einfach jetzt nur durch, weil hier ist gerade mal weder Straße, ja, noch sonst irgendwas. Gut, da steht ein Haus, auf jeden Fall, mitten in der Pampa und hat eine eigene Haltestelle. Okay, dachte ich mir so, hm. Eine Bushaltestelle und auf einmal, zack, ploppt da mehr auf. Und man sieht, es ist doch ein scheinbar größeres Gebiet, als man es am Anfang gedacht hätte. Das nur, weil man ein einzelnes Haus sieht. Okay, dachte ich mir, fahren wir da mal hin. Ne? Da werden wir uns das Ganze mal anschauen. Und tatsächlich, hier wurde ich echt überrascht an der Stelle denn. Ja. Wie schön das hier echt gebaut ist. Und ich jetzt auch nachvollziehen kann, warum mir alle gesagt hat, fahr doch mal Erfurt. So, jetzt haben wir natürlich hier wieder Lotus. Jetzt gerade hier ein paar Probleme hat mit dem Nachladen. So, deswegen warten wir mal kurz.
Muss er hier mal sich akklimatisiert hier. So, wenn wir jetzt mal hier so ein bisschen rausbohren, ja, sehen wir hier doch, hier ist da ganz schön eine Menge schon wieder, ne? Also, deswegen, das ist das, was ich meine, das sind halt immer diese Flecken, ja, wo dann halt immer irgendwas platziert ist. So, wenn er jetzt natürlich noch laden würde, wäre das großartig und er hat hier geladen, perfekt. So, ja, auch wieder abgesägten Bordstein hier und alles sowas. Hier hängt zwar noch eine Laterne zum Beispiel jetzt einfach so rum. Sieht natürlich ein bisschen albern aus, aber naja, gut, das sind halt so kleinere Sachen, die man wegpatchen kann mit der Zeit. Aber dass zum Beispiel so viel hier steht, ich persönlich jetzt nicht gedacht. Ob es das schon ist oder ob sogar noch mehr kommt, da müssen wir mal gucken. So, genau, hier hast du noch mit, also das war wirklich der John. Der gesehen, ja, mit Wasser und alles sowas. Boah, krass, jetzt kämpft er gerade hier irgendwie wegen irgendwas. Seht, hier rechts könnte man auch noch lang fahren, aber da ist zu Ende. Hier, ja, also es sieht doch echt hübsch hier aus, ja, mit diesem Hügel und da oben mit dem Geländer und alles sowas. Hat schon was. Hier ist Wasser auf der rechten Seite. Hochkommen hier. Heieiei. Also, dass hier alles grün ist, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass Autos grün haben. Und wir. Ja, aber so viel zu Erfurt. Also, wie gesagt, ich war echt, echt überrascht gewesen, weil ich das hier gesehen hatte, was hier eigentlich schon alles drin steckt. Und auch echt schön gebaut hier, schön viel Grün und sowas. Macke Grün. So, jetzt haben wir hier unseren kleinen Pausenparkplatz hier oder sowas. Könnten wir jetzt dann praktisch den ganzen Weg wieder zurückfahren. Parken Autos hier und so weiter und so fort. Hier auf der linken Seite jetzt das Wasser. Ja, und hier geht es jetzt wieder zurück dann. Und das ist Erfurt. Ja, auf jeden Fall mega hübsch gebaut. Also ich habe, wo ich das erste Mal jetzt gefahren bin, wo ich es mir dann doch nochmal angeschaut hatte, wo dann das hieß, schau dir doch mal Erfurt an, habe ich echt nicht mitgerechnet. Ja, was soll ich sagen? Schön ist auch, dass das Ganze halt noch geupdatet wird, halt, dass das Projekt noch nicht fallen gelassen wurde. Aber scheinbar dauert das Ganze hier. Guckt euch mal das hier an, hier, ja, mit diesem Park hier oben sogar. Großartig. Schön mit Treppen und sowas. Ey, fantastisch. Das, Leute, nenne ich Liebe zum Detail, wirklich. Erinnert mich so ein bisschen an Twin Hour. Twin Hour hat doch auch so seine versteckten Gegenden, ja, wo du dir das ganz genau anguckst und eigentlich nur so denkst, wow, großartig gebaut, ja. Und das erinnert mich jetzt gerade so ein bisschen daran. Klasse. Hier sieht es ein bisschen so aus, als ob hier so ein Fußballfeld ist oder irgendwie sowas. Aber hier das mit dem Park hier da dazwischen, klasse. Also das finde ich mega hübsch. Davon mache ich mal einen Screenshot. Sowas finde ich
Mega, mega hübsch. Tja, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare posten. Was haltet ihr so von der Karte Erfurt? Klar, es sind halt noch echt viele leere Stellen. Ja, man fährt ja eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen so, so durch leere Gegenden. Ja, aber dann ploppt auf einmal irgendwas auf und dann bist du auf einmal doch irgendwo in einer Art Stadt oder sowas. Ja, also das ist schon eine ziemlich coole Sache. Vielleicht auch gar nicht so doof, erstmal so diese Punkte zumindest zu bauen, ja, wo man dann das Ganze wiedererkennt. Halt und dann irgendwann diese Zwischenverbindung halt zu setzen. Aber so an sich muss ich sagen, es hat sich echt gelohnt, sich die Karte definitiv mal anzuschauen. Erfurt, wie gesagt, ihr könnt hier hin und her fahren. Und so wie es aussieht, wurde das Ganze auch mit DEM gebaut. Das bedeutet, sie könnte eventuell multiplayerfähig sein. Bin ich mir jetzt gar nicht mal so 100% sicher. Aber wenn sie es wäre, ich sag auch noch mal ein paar. Guck dir das hier an. Das meine ich, ja. Alter, das sieht richtig toll aus. Hier mit den Treppen und sowas. Fantastisch, Alter. Oh. Das ist ja wieder so eine Karte, die muss ich ja wieder so im Hintergedanken behalten. Ja, Erfurt. Also das ist ja nicht zu vergleichen mit vielen anderen Karten, die ich hier jetzt mit Dato ja so gespielt habe. Aber also diese Sachen hier, die hauen mich schon echt vom Hocker. Gerne mehr davon, ja. Also, wie hieß er? Mario? Mario, gerne mehr davon. Sehr, sehr gerne mehr davon. Also ich bin da, ich achte drauf und ich finde sowas echt klasse, ja. Es belebt das Ganze echt nochmal. Großartig. Top. Ja, wie gesagt, könnt ihr ja gerne mal kommentieren, posten, wie ihr die Karte findet, Erfurt. Und sonst würde ich sagen, verabschiede ich mich. Das Video ist schon wieder lang genug geworden. Und freue mich natürlich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und verabschiede mich jetzt hier, bedanke mich, sage tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.